Red Bull München, Facebook Live. Wir sind am Oberwiesenfeld und begrüßen euch im Stream zu unserem Heimspiel gegen die Kölner Haie. Auf geht's, auch zu Hause. Hier sind unsere Jungs, hier ist der EHC, Red Bull München.
Puls München, Facebook Live, die Penny DL, der 30. Spieltag München gegen Köln. Ihr könnt leider nicht mit dabei sein. Erstes Geisterspiel in der neuen Saison heute. Aber wenn ihr schon nicht hier sein könnt, dann könnt ihr wenigstens gewinnen. Mike ist hier bei mir auf der Strafbank. Ihr könnt ihn jetzt suchen auf unserer Pico-Aktivierung. Ihr kennt das bestimmt. Wo ist Waldo? Bei uns heißt das, wo ist Mike? Schickt einfach Mini-Mike über den Facebook- oder Twitter-Messenger. Könnt natürlich auch teilnehmen über unseren Insta-Kanal. Ihr müsst in dem Wimmelbild Mike finden. Er ist 10-mal versteckt. Jeder Spielende, jeder von euch, der mitmacht, hat 1 Minute 30 Zeit. Möglichst viele, also maximal 10 Mikes zu finden. Der Beste gewinnt und bekommt von uns ein Trikot der Red Bulls. Nur bitte gleich von Anfang an voll konzentriert spielen, denn es wird nur, das werdet ihr verstehen, der erste Versuch gewertet. Also, wo ist Mike? Ihr sucht ihn im Wimmelbild und wir lösen noch auf vor Spielbeginn. So, 12. Dezember heute, 30. Spieltag der Penny DL. Heißt natürlich andersrum, in 12 Tagen ist Weihnachten. Wer noch was sucht für echte Eishockey-Fans, den möchte ich nochmal die Weihnachtsartikel CRC Red Bull München ans Herz legen. Wir haben zum einen schön und warm, wirklich praktisch aktuell, die Mütze des CRC Red Bull München. Und natürlich, wie jedes Jahr, in diesem Jahr besonders schön und gut gelungen, der Weihnachtspullover der Red Bulls. Ihr könnt nicht in der Halle sein, Bullshops haben natürlich zu. Dennoch online im Shop ist Pulli und Mütze noch erhältlich. Und natürlich auch am Fanshop des EHC Red Bull München. Montag bis Freitag die Weihnachtsartikel eures Lieblingsclubs des EHC Red Bull München. Can't do it alone. Straighten it up.
Red Bulls München live auf Facebook. Wir übertragen euch die Aufwärmphase jetzt, das Aufwärmen und alles rund um den Spieltag vor dem Anbulli. Pünktlich dann um 17 Uhr geht's entweder für euch zu Magenta Sport oder wir sind ja heute im Free TV zu Servus TV. 30. Spieltag der Penny DEL, unser Infocorner, wie gewohnt eine halbe Stunde vor Anbulli. Die letzten Spiele der Red Bulls, da gab's ein 2:5 in Mannheim. Dann gab's in Schwenningen, gegen Schwenningen zu Hause, ein 4:2. Ganz, ganz wichtiges Ergebnis international für die Red Bulls. 2:2 auswärts bei Luko Rauma unter der Woche. Und vorgestern Abend, ja, kurz mal Pause gemacht. Auswärts 6:3 unterlegen die Red Bulls in Bietigheim bei den Steelers. Ist aber gar nichts passiert, das zeigt uns die Tabelle aktuell. Das Maß aller Dinge vorne an der Tabellenspitze der EHC Red Bull München. Dann hat es einen Change gegeben. Jetzt Berlin 2., Mannheim 3., Wolfsburg 4., Köln 5. Deswegen ist das heute der 1. gegen den 5. auch das Topspiel des Spieltags. Ingolstadt folgt, Düsseldorf und Bremerhaven. In der 2. Tabellenhälfte, da beginnen wir mit Nürnberg als 9. 10. ist Krefeld, danach Straubing und Augsburg auf 12. 13. die Roosters, 14. die Schwenninger Wildwings und 15. die Bietigheim Steelers, der Aufsteiger. Head-to-Heads, die beiden Teams von heute hier gegeneinander, München gegen Köln. Der 1., wir haben es gerade gehört, gegen den 5. Absolviert haben München 23 Spiele und Köln 27 Punkte, München 45, Köln zuletzt mit einem starken Lauf 47. Das Torverhältnis bei München 82:69 und bei Köln 85:73. Bleibt uns noch das Verhältnis Siege-Niederlagen bei München 14:9 und bei den Haien 18:9. Heinemann, unser Partner, wenn es um Strom geht, präsentiert uns die aktuellen Ergebnisse. Da haben wir ein Endergebnis Wolfsburg gegen Bremerhaven 0:4. Das ist ein Endergebnis. Und aktuell steht es bei Schwenningen in Iserlohn 3:3. Dazu gibt es mit Start um 16.30 Uhr. Also die Partien laufen gerade mal ein paar Minuten. Krefeld gegen Straubing, Augsburg gegen Berlin und Ingolstadt gegen Mannheim. Dazu haben wir später an diesem Sonntagabend noch um 19 Uhr Düsseldorf gegen die Bietigheim Steelers. So viel zum 30. Spieltag der Penny DL. Ihr habt nach wie vor, ich habe zuvor schon ein bisschen Werbung dafür gemacht, Mike zu suchen. Ihr kennt wahrscheinlich das Game Wo ist Waldo? Ihr schickt einfach Mini-Mike an den Facebook- oder Twitter-Messenger und seid mit dabei. Bitte gleich beim ersten Versuch volle Leistung bringen, denn wir werten tatsächlich nur den ersten Versuch. 10 Mikes gibt es zu finden im Wimmelbild. Wer das am allerschnellsten schafft, wir werden in Kürze auflösen, der bekommt von uns ein Trikot des EHC Red Bull München. Also, drückt euch die Daumen. Wo ist Mike? Schickt einfach Mini-Mike über Facebook oder Twitter an den Messenger. We'll be right back.
30. Spieltag der Penny DL München gegen Köln. 25 Minuten, dann geht's los. Dann seht ihr das Spiel live entweder bei Magenta Sport oder natürlich heute live im Free TV bei Servus TV. Heute wäre natürlich, ihr dürft leider Gottes wegen des Geisterspiels nicht live im Stadion sein. Heute wäre natürlich Familienspieltag. Aus diesem Grund hat sich unser Alpquell-Checker-Banden-Maskottchen Mike mal umgeschaut im Stadion, was so hinter den Kulissen ist. Das war für ihn ganz interessant. Was macht der Stadionsprecher? Was macht der Eismeister? Was macht der Betreuer? Und was machen die Jungs von Red Bulls Fan TV so hinter den Kulissen an einem Spieltag der Red Bulls hier am Oberwiesenfeld? Und das schöne Video, er trifft gleich Onki zu Beginn, schauen wir uns jetzt zusammen an. Servus Mike, schön dich zu sehen. Ach ja, du wolltest dich ja informieren, was denn die Aufgaben vom Stadionsprecher vor dem Spiel sind. Also pass auf, das Allerwichtigste, Batterien checken. Und zwar sowohl von diesem Empfänger hier, als auch vom Mikrofon. Jetzt pass auf, da oben ist die Regie über dem Eis, ja? Und die sagen mir, wann ich was sagen soll. Da gibt es ja die große Intro-Show am Anfang und das ist natürlich alles genau durchgeplant. Und da muss ich ja wissen von hier unten, wann soll ich wohin gehen und was sagen. Ja, ansonsten warte ich gerade noch auf die Spieleraufstellung bei der Mannschaften, welche Schiedsrichter das Spiel leiten, die Starting Six und so weiter. Aber ich muss jetzt auch zur Besprechung vor dem Spiel, da werden noch mal alle Details durchgesprochen. Schau dich doch einfach noch ein bisschen um. Geh doch vielleicht mal zum Christoph. Ist auch ganz spannend, was der macht. Und dann sehen wir uns nachher nochmal, okay? Servus Mike, schön, dass du hier bist. Ich bin der Christoph, einer unserer Equipment-Manager. Ich habe gehört, du möchtest wissen, was meine Aufgaben am Spieltag sind. Ich muss für alle Jungs die Schlittschuhe schleifen, dass sie bereit sind, wenn es auf dem Eis wieder richtig rund geht. Ich muss die Wäsche waschen nach einem anstrengenden Trainingstag, dass sie wieder sauber ist für den nächsten Tag. Ich muss die Schläger an die Bande rübertragen, an der wir gerade sind, dass die ready sind, falls im Spiel einer bricht. Genauso wie die Trinkflaschen, dass sie nicht verdursten auf der Bank. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Benny. Hi Mike, weißt du eigentlich, wie du immer in das Kamerabild kommst, da oben auf dem Videowürfel? Nein? Also, ich sitze da oben mit meinen 8 Kollegen in unserer schönen Videoregie und kümmere mich um die Bilder auf dem Videowürfel, den ihr da hinten seht, und um alle Fernseher, die im Stadion im Umlauf, da wo die Kioske sind, verteilt sind. Wir kümmern uns darum, dass der Stefan und der Alex zur richtigen Zeit auf dem Würfel gezeigt werden. Wir kümmern uns darum, dass jeder sie in der Halle verstehen kann. Wir haben ganz da hinten ist noch der Stadion-DJ. Der kümmert sich darum, dass das alles schön laut ist oder halt eben auch nicht zu laut ist. Wir kümmern uns da oben in unserer kleinen Kanzel auch um die Nachbearbeitung der Videos. Das heißt, alle Facebook-Videos, die du siehst, die vom Spieltag sind, die machen wir da oben nebenbei mit. Wir haben unten insgesamt 3 Kameraleute und eine Kamera auf dem Eis. Das heißt, der Kollege, der ab und zu mal auf dem Eis zu sehen ist, der ist von uns und läuft immer brav dem Stefan oder dem Alex hinterher. Mike, ich hoffe, meine Erklärungen haben dir gefallen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du beim Eismeister erleben wirst. Viel Spaß. Alles klar. Ich bin der Josef, ich bin der Eismeister hier. Du musst einfach hören, was wir so beim Spieltag alles machen. Puh, ja, da gibt es so viele Aufgaben. Vor dem Spiel wird das Eis vorbereitet. Die Bande kontrolliert, nach diversen anderen Sachen geschaut, die vielleicht kaputt gegangen sind. Während dem Spiel haben wir eigentlich die wenigste Arbeit, hoffe ich doch, dass nichts kaputt geht. Da machen wir bis 2 Eisbeitungen und das war's dann. Nach dem Spiel müssen wir den ganzen Schmarrn wieder aufbauen, das Spiel wieder herrichten für den nächsten Tag. Das Red Bull Training, wir haben so ungefähr 10 bis 12 Eisbeitungen am Tag, weil wir den Nachwuchs von euch auch noch da haben. Und ansonsten, ja, kümmern wir uns auch noch um die Technik hier im Haus. Also Mike, bis zum nächsten Mal. Servus. Hey, da bist du ja wieder. Und? Hast du ein bisschen was gesehen? Jetzt bist du ja ein richtiger Experte. Ich wette, du könntest jetzt all unsere Jobs übernehmen, oder? Naja, du hast ja auch genug zu tun mit der Alpquell-Checker-Bande. Ich sag's euch, liebe Kids. Er hat sich so viel ausgedacht, der Mike, für die Familienspieltage, aber das ist ja aufgrund der aktuellen Situation alles nicht möglich. Das ist voll doof. Naja, deswegen hoffen wir, dass ihr jetzt mit dem Blick hinter die Kulissen recht viel Spaß hattet und ja, dann sehen wir uns bald wieder, oder? Mike, schau mal da hinten. So, ein Blick hinter den Spieltag, ein Blick hinter die Kulissen.
Dankeschön, Mike. Red Bulls München, Facebook Live. Ihr könnt mit dabei sein, bis es losgeht in der Viertelstunde hier am Oberwiesenfeld zwischen dem EHC Red Bull München und den Kölner Haien. Unsere Intro-Show. Ihr habt vielleicht mitgespielt. Ihr habt im Wimmelbild unser Maskottchen Mike gesucht. Ihr habt euch gesagt, wer von euch am allerschnellsten 10 Mikes entdeckt, den, ja, den gratulieren wir und den gratifizieren wir mit einem T-Shirt bzw. mit einem Trikot des EHC Red Bull München. Und das ist heute an diesem dritten Advent aber wirklich sowas von flott gegangen bei Thomas Lesser. Da oben sehen wir es. Sensationell, wie schnell er den Mike gefunden hat. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Trikot der Red Bulls geht an dich. Weiterhin auch wirklich gut vertreten, was die Zeit angeht. Tizian und Thomas Gerstenberger. An alle anderen auch Dankeschön fürs Mitmachen. Yeah, you know I need to get higher. Yeah, I know I'm a hell of a
Red Bulls München Facebook Live. Wir zeigen euch die Intro-Show live auf Facebook. In Zukunft übrigens immer bei den Heimspielen des EHC Red Bull München, solange ihr nicht ins Stadion dürft. Und dann, wenn wir fertig sind, pünktlich um 17 Uhr, dann geht's weiter für euch bei Magenta Sport oder heute, wir sind im Free TV bei Servus TV. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Hause an unserem Livestream bei Facebook oder YouTube Live. Ein herzliches Hallo auch an alle, die berufsmäßig heute hier mit dabei sein können am Oberwiesenfeld. 30. Spieltag der deutschen Eishockeyliga der EHC Red Bull München, heute gegen die Haie aus Köln. Es ist tatsächlich ein irres Pensum für unsere Mannschaft in den letzten Tagen und Wochen, aber es läuft bei den Bulls vorgestern okay. Ganz kurz mal mental pausiert, so möchte ich es mal formulieren. Aber mal ehrlich, wo kann man die Punkte besser lassen als Tabellenführer, als beim Aufsteiger, oder? Das geht in Ordnung, würde ich sagen. Und man muss sagen, oben in der Tabelle, da hat sich ja nichts geändert. Red Bull vorne, Red Bulls vorne und in der Champions Hockey League, ja, da sind wir auch noch glücklich. Unter der Woche sensationelles Comeback in Finnland beim Spiel in Lukurama. 2-2, also auch da noch alles drin. Heute nun aber an diesem dritten Advent gilt es. Volle Konzentration aufs Heimspiel in der Penny DEL gegen die Haie aus Köln. Und wenn ich Haie sage, dann ist das ganz besonders, denn wir haben uns so gefreut, Anfang dieser Spielzeit, Anfang der Saison, erstes Heimspiel, endlich wieder mit euch, endlich wieder mit Zuschauern. Das war das Heimspiel gegen Köln und jetzt die Partie gegen Köln. Leider Gottes, Pandemie-Level Rot heißt wieder Geisterspiel am Oberwiesenfeld. Will heißen, pünktlich zu Weihnachten sind die Red Bulls wieder allein daheim. Dennoch, meine Damen und Herren, darf Sie recht, recht herzlich begrüßen im Namen des EHC Red Bull München zu unserem Heimspiel und gleich mal einen Blick werfen auf die Mannschaftsaufstellung unserer Gäste. Die Domstädter, die Kölner Haie, spielen heute hier am Oberwiesenfeld mit der 49 Justin Poggi und mit der 30 Thomas Pöpperle. Dazu haben wir 9 Marcel Müller, 10 John Matsumoto, 13 Lukas Dumont, mit der 17 Jan Lukas Sennen, 19 Maximilian Kammerer, 21 Marc Olver, 23 Maurice Edwards, mit der 24 Zachary Sill, 27 Pascal Zerrissen, 39 Lenten Ferraro, 40 Julian Krobot, 42 Luis Üffing, mit der 44 Alexander Roach, 50 Alexander Oblinger, 51 Quinton Howden, 63 Patrick Silov, 71 Marcel Barinka, 81 André Bieres und 91 bei Köln Moritz Müller. Schiedsrichter, meine Damen und Herren, heute die Unparteiischen. Da flitzen Sie mir gleich weg, da sind Sie, da habe ich Sie wieder zurück. Schiedsrichter heute
Alexander Polacek und Gordon Schukis, unsere beiden Hauptschiedsrichter, Linesperson bei München gegen Köln, Jakub Klima und Marius Wolzmüller. Niemand da, aber zu Hause, das weiß ich, da fiebert ganz München mit. Will heißen, gleich geht's los, gleich kommen die Red Bulls. It was quiet out there. But now we're back. To conquer what was ours. Der 30. Spieltag der Penny DEL, meine Damen und Herren. Hier ist München, hier ist das Oberwiesenfeld und hier ist die Mannschaftsaufstellung des EHC. Red Bull München heute Abend gegen Köln. Spielen wir im Tor mit der 33 mit Danny aus den Birken. Und mit der Nummer 30, Daniel Fiesinger. Die Red Bulls mit der Nummer 6, Daryl Boyle. Mit der 16, Conny Abelshauser. Unsere 24 ist Jonathan Blum. Die Red Bulls mit der 36, Yannick Seidenberg. Unsere 37, Maximilian Zuber. Die Red Bulls mit der 44, Zach Redmond. Hier ist unsere Nummer 8, hier ist Austin Ortega, die Red Bulls mit der Nummer 9, Ben Street. Mit der 11, hier ist Freddy Tiffels. Unsere Nummer 12, Ben Smith. Hier kommt die 18, hier ist Justin Schütz. Unsere 28, Frankie Mauer. Der Eishockey-Club mit der 42, Yasin Elis. Unser Kapitän mit der 52, Patrick Hager. Mit der 70, hier ist Maxi Daubner. Mit der 84, Trevor Parks. Mit der 87, Philipp Gogula. Mit der 91, Philipp Wareka. Und mit der 93 bei den Red Bulls, Maxi Kastner.
So, meine Damen und Herren, liebe Eishockey-Fans, liebe ERC-Fans, wir freuen uns, dass wir heute noch jemanden ehren dürfen. Einen Mann, der sich sehr verdient gemacht hat um das deutsche Eishockey. Natürlich auch ganz besonders für uns um das Münchner Eishockey. Er hat nicht nur eine Silbermedaille von Olympia und 4 deutsche Meisterschaften in Folge errungen. Nee, heute spielt er zum 700. Mal in der deutschen Eishockeyliga. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation an unsere 28, Frankie Mauer. Meine Damen und Herren, die heutige Partie München gegen Köln gibt es gleich natürlich bei Magenta Sport oder im Free TV bei der Servus Hockey Night bei Servus TV. Hier sind die Starting Six für Sie. Unsere Gäste aus Köln, meine Damen und Herren, beginnen in der Verteidigung mit der Nummer 23 Morris Edwards und mit der Nummer 91 Moritz Müller. Die Haie im Sturm mit der Nummer 13 Lukas Dumont, mit der Nummer 24 Zachary Sill und der 50 Alexander Oblinger, im Tor der Kölner Haie die Nummer 49 Justin Poggi. Meine Damen und Herren, Don Jackson beginnt heute hier zu Hause in der Verteidigung mit der 36 mit Yannick Seidenberg und der 44 Zach Redmond. Im Sturm des Eishockeyclubs die Nummer 9 Ben Street, die 11 Freddy Tiffels und die 84 Trevor Parks. Im Tor des EHC Red Bull München die 30 Danny aus den Birken.
Chicken Cubs, like the